Hallo, liebe Leute, willkommen zurück bei Helion. Wir haben ja in der nächsten, letzten Folge haben wir uns ja einer Station da genähert und wir haben jetzt den Frachtraum von der Luft befreit und werden jetzt einfach mal den Flugzeugdeck einschalten. Dann werden wir uns das ganze Ding mal angucken hier. Irgendwas Nützliches finden können. Mal durch. Guck mal, hier kopfüber sind. Da ist auf jeden Fall ein Strand her. Kopfüber. Dann werden wir uns jetzt einfach mal drehen. Auf jeden Fall was drin. Wir haben auf jeden Fall einen Behälter gefunden, Batterien. Nichts drin. Das lassen wir einfach mal auf. Oh, da ist Munition. Auch nichts drin. Und ist ein Behälter. Leer, soweit ich das schon erkennen kann. Nicht hier oben drauf noch was. Auch nichts. Ja, ich glaube, Leute, das war's. Ausbeute war jetzt nicht so groß. Da noch was. Nee, das sind nur. Können wir da hinten nochmal in die Ecke gehen. Alles offen, nichts mehr. Okay, dann gehen wir raus. Unser Schiff suchen. Da ist es. Also unser Frachtraum. Perfekt. Drehen. Da hinten lang. Okay, da werden wir jetzt gleich hinfliegen. Das ist im anderen Teil, ist 4 Kilometer entfernt. Glaube ich. Da ein Schiffslein über ein Modul. Hier zu. Da wir hier keine Waffenkisten haben, um die Sachen abzuladen, geben wir hier wieder Druck drauf. Können aber hier den Behälter hinpacken.
der ist voll mit Mineralien. Kann man da eigentlich, da hatten da auch mal Mineralien hier reingepackt, glaube ich, ne? Was kann man eigentlich hier rein tun? Das würde mich mal interessieren. Kann man da die auch zu Behälter rein tun? Ne. Okay, die roten kriegst du auf gar keinen Fall da, wenn sie leer sind. Dann können wir auf jeden Fall den Helm abnehmen. Den da hinstellen. Aber wir haben einen kleinen, das ist ja noch da. Der ist auch leer. Leider. Da hatten wir irgendwas eingefüllt. So, Munition, die packen wir oben rein. Box. Okay. So, Ausbeute war jetzt nicht so raus. So, ja, wir sind hier oben. Kann man hier reinpacken? Da passt irgendwas rein. Aber keine Ahnung was. So, Munition. Aber jetzt keine Waffe mitnehmen, tun wir die ganze Munition einfach mal da komplett rein. Die nehmen wir uns noch mal und das ja auch alles ordentlich machen. Hölle nicht. Oh. So, zack rein. Jetpack haben wir noch ein bisschen. So. Dann gucken wir mal, wo der andere ist. 53 Meter. Und der andere machen. Wo ist es denn? Nicht erkennen, wo es ist. Aber es muss eigentlich da oben irgendwo sein. Da unten ist es. Wir fliegen jetzt einfach mal. Von der Geschwindigkeit gar nicht mal so verkehrt. So, wir kommen auf jeden Fall ran. Gehen. Mal ein bisschen höher kommen. Der kommt. Erstmal an, was das ist. Die AMAC. Aber ich nehme mal an, dass das so eine Schleuse ist.
gefürchtet. So, jetzt müssten wir langsam rankommen. Da kommen wir an. 900 Meter, 800 Meter. Bremsen schon mal ein bisschen ab. Schleuse. Damit können wir, glaube ich, nichts. Nichts Großartiges mit anfangen. Nein, denn wir flanschen sie an das Schiff, aber das ist ja Blödsinn, wir haben ja eine Schleuse. Damit können wir nichts anfangen. Dann suchen wir uns jetzt mal gerade noch was Neues. Ich möchte ja gerne mal ein anderes Schiff gucken, weil da besteht die Möglichkeit ja, dass wir noch ein paar Warpkerne kriegen und so. Gucken wir einfach mal, wo wir uns befinden jetzt. Da sind wir. Oh, da gibt's sogar. MA10. Das ist ein Outpost. Da sind wir. Das ist eine CQM. Also das CQM, das ist ein Schiff. Oder? Aber das habe ich gar nicht auf meinem Ding drauf. Ich habe ja nur zwei. Outpost, Derelikt und ein Schiff. Okay, da warten wir jetzt hin. Das schnappen wir uns jetzt. So, jetzt müssen wir uns beeilen. Wo ist das M? Das hat ja wunderbar funktioniert. Jetzt bin ich mal gespannt. Jetzt haben wir drei Sachen, die wir looten können, beziehungsweise zwei. Ein Schiff, ein Outpost und das Derelikt. Und so wie das aussieht, ist da die Schleuse nicht einzeln. Dann heißt, dass die schon angedockt ist. Das wäre ja interessant. So. Manöver gestartet. So, während wir unseren Warpsprung hier durchführen, machen wir hier Schluss. Und wenn wir dann angekommen sind, sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Und ja, wie immer, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da, schreibt gerne was in die Kommentare. Wenn ihr Tipps habt, gerne in die Kommentare schreiben und ja, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann.